Aber ein Mann ist, was er ist. Das ist alles. Sir, ein nicht identifizierter Mannschaftstransporter befindet sich im Anflug. Wir haben ihn angerufen. Und? Daraufhin hat man die Bitte geäußert, Ihnen die folgende Losung zu überbringen. Changing Woman. Können landen. Geben Sie Sicherheitsalarm für die Saratoga. Die ganze Besatzung auf allen Decks. Bleibt bis auf Weiteres in Ihren Quartieren. Ja, Sir. Ist, was er ist. Wir dachten, wir wären allein, glaubten, das Universum gehöre uns, bis eines Nachts im Jahre 2063 eine unserer Raumkolonien angegriffen wurde. Seitdem haben wir Krieg. Ich bin Lieutenant Colonel T.C. McQueen, ein In vitro. Das sind Menschen, die in Brutkästen heranwachsen. Ich habe das Kommando über eine Einheit des Marine Corps, das 58. Man nennt uns die Wild Cards. Wir kämpfen auf Abruf. Im Weltraum, an Land und zu Wasser. Diesen Krieg zu verlieren wäre schlimmer als eine Niederlage. Zu kapitulieren hieße nie wieder heimkehren. Wir alle müssen unsere Aufgabe erfüllen, bedingungslos. Schon 5.30 Uhr? Sie haben das Wecksignal nicht gegeben. Die Tür ist verriegelt. Es könnte ja soweit sein und die große Offensive hat begonnen. Nein. Ich habe gehört, es dauert noch Wochen, bis der Tag X da ist. Vielleicht sogar Monate. Dann ist sie vorgezogen worden. Es kann jeden Tag losgehen. Mann, wir wissen alle, dass es passiert. Die sollen endlich damit rausrücken, wo und wann. Vielleicht sagt auch niemand was, weil...
Round Hammer ein Märchen ist. Fehlinformationen, die die Chicks oder uns in die Irre führen sollen. Nein, das... Dafür, dass es nicht wahr ist, tun sie viel zu geheimnisvoll. Was mich stört, sind diese ganzen Gerüchte, die hier umgehen. Ist doch alles Gewäsch. Müßig darüber zu reden. Wenn es geplant ist, wird es früher oder später auch stattfinden. Wird anscheinend ein Tag wie jeder andere. Kein Schwein da. Was ist denn hier los? Ursprünglich sollte doch in 10 Minuten Abflug sein. Ich sehe hier niemanden von der Crew. Flugdeck 16, oder? Vielleicht ist der Krieg zu Ende und uns hat keiner was gesagt. Da hast du kein Glück. Scheint, als ob da drin gearbeitet wird. Ich werf mal einen Blick durch den Kontrollraum. Das kannst du dir gleich abschminken. Was stehen Sie denn hier noch rum? Sie sollen los, Chicks bombardieren, bevor die ihren Frühstückskaffee getrunken haben. Sagen Sie das denen. Sir. Wir sind ausgesperrt worden. Zutritt verweigert. Sicherheitssperre? Sie haben nichts davon gewusst, Sir? Nein, Wing, habe ich nicht. Muss dem Commander wohl entfallen sein, mich darüber zu informieren. Die machen sich da drin an den Fliegern zu schaffen. Sir, unsere Hammerheads sind nach dem letzten Einsatz general inspiziert worden. Wenn die was gefunden hätten, wüssten wir doch davon. Also ich begreife das nicht. Warum kriegen wir Befehle, die wir nicht ausführen können? Vielleicht war es eine Fehlfunktion an der Hangarschleuse. Was machen wir jetzt, Sir? Die Mission wird abgeblasen. Für jede Staffel? Nur unsere. Warum ausgerechnet unsere? Der Grund spielt keine Rolle für uns. Sie gehen am besten auf Ihr Quartier und warten auf neue Befehle. Vorsicht! Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber ich verrate es Ihnen trotzdem. Das ist Roslyn. Wenn Sie ihr wehtun, tun Sie mir auch weh. Dann marschieren Sie mir die ganzen 12,6 Lichtjahre zu Fat Anthonys Gitarrenwerkstatt in Shreveport, Louisiana und sollte der Schaden auch noch so gering sein. Und das wollen wir alle nicht, sonst muss ich ihn glatt zu Country Dicks Gitarrenladen scheuchen und der ist in Austin, Texas. Hier ist alles in Ordnung, Sir. Country Dicks, ist das zu fassen. Meine Güte, wie lange ist das jetzt her? Galveston, wir sind bombardiert worden. Und die Frauen haben alle die Flucht ergriffen, als ich die Ballade von Ira Hayes sang. Du hast das 6-mal hintereinander gesungen, da hätte jeder die Flucht ergriffen. Da fällt mir ein, vor einigen Jahren bin ich mit dem Wagen durch Arizona gefahren. Ich habe meinen Stamm besucht, die Navajos, und das hier habe ich einem Händler im Reservat abgekauft. Er hat behauptet, es wäre ein alter Brief von Ira Hayes, den er auf Iwo Jima geschrieben hat. Ich bezweifelte das. Doch dann habe ich an dich gedacht. Und jetzt halte ich ihn für echt. Ich habe sehr viel über Hayes nachgedacht. Der erste Pima-Indianer, der es zum Fallschirmjäger gebracht hat, hat die amerikanische Flagge auf Iwo Jima gehisst. Er wurde ein Held für das Land, das seine Vorfahren niedergemetzelt hat. Es heißt, er sei in einer Pfütze ersoffen, betrunken. Hat er geglaubt, dass man ihn ausgenutzt hat? Hat er richtig gehandelt? Würde er das Gleiche nochmal tun, wenn er die Gelegenheit hätte? Ein Jammer, dass die Toten keinerlei Gelegenheit zur Wiedergutmachung bekommen. Irgendwas scheint dir Sorgen zu machen in deinem neuen Arbeitsbereich. Du bist jetzt der höchstrangigste Offizier indianischer Abstammung der ganzen Welt. Auch wenn ich mir nur schwer vorstellen kann, dass du eine Abteilung leitest, die mit Intelligenz zu tun hat.
Offenbar kennt der Feind all unsere Maßnahmen zur Vorbereitung von Roundhammer. Entweder aus eigenen Beobachtungen oder unter uns befindet sich ein Verräter. Und deswegen muss unser Auftrag hier strengster Geheimhaltung unterliegen. Er wird die Lage grundlegend verändern. Wenn er ausgeführt worden ist, kann Operation Roundhammer starten. Wie viel darf ein alter Freund erfahren? Ich kann dir leider nur die Einzelheiten der Mission verraten. Den gesamten Plan kennen nur 4 Leute auf der ganzen Welt. Was ich dir als erstes sagen kann, ist, dass ich eine deiner Fliegerstaffeln brauche. Das 58. Eines kann ich dir versichern. Die Toten bekommen noch eine Chance. Keine Ahnung, wahrscheinlich waren die Flugzeuge einer neuen Waffe ausgesetzt und die Wissenschaftler untersuchen jetzt irgendwelche Rückstände. Ich glaube eher, es ist irgendein fehlerhaftes Teil an den Hammerheads. Und vielleicht gehen sie dem heimlich auf den Grund. Und warum durften die anderen Hammerheads dann starten? Warum ausgerechnet unsere? Okay, nicht hinsehen, wenn ich das jetzt sage. Aber die Frau, die gerade an die Bar geht, die... Ich habe gesehen, wie sie aufs Flugdeck gegangen ist, als wir ausgesperrt waren. Coop, zapf sie mal an. Ich soll was? Du sollst sie ausfragen. Na los. Ja, lass deinen Charme spielen. Wir wollen wissen, was los ist. Wie lange sind Sie schon auf der Saratoga? Lange genug, um wieder wegzuwollen. Nicht lange genug, um meine Aufgabe zu Ende zu bringen. Und die ist? Oh, verzeihung. Ich bin... Cooper Hawks, Lieutenant. 948-98-01446. Geboren in der In-Vitro-Klinik von Philadelphia. Sie sind zum Militärdienst verurteilt worden, weil Sie ein paar miese Typen verprügelt haben, die versucht haben, Sie aufzuhängen. Bei den Wildcards hören Sie auf den Namen Jack of Spades. Nach der Jupiter-Schlacht erhielten Sie den Montgomery's dafür herausragende Leistung als Jagdpilot. Und kürzlich haben Sie eine Therapie wegen Pylapetaminsucht hinter sich gebracht. Tja. Hat mich gefreut. Wir unterhalten uns noch. Doch nicht so dramatisch, wenn keine Wachen mehr hier sind. Tja, ich sehe nichts Außergewöhnliches. Okay, hilf mir mal. Hilf mir raus. Das haben sie eingesetzt. Und ich habe das dumpfe Gefühl, wir sollen nichts davon erfahren. Wenn
In Ordnung, pass gut auf. Ich werde dir genau sagen, wo das Teil eingebaut ist. Und jetzt? I don't know. In Ordnung. Aufgepasst. Ihre Befehle lauten wie folgt. Sie fliegen in Formation, bis Sie 5 MSK von der Saratoga entfernt in der Doris-Region sind. Doris? Da unten ist doch tote Hose. Dort werden Sie auf eine Mannschaftstransportfähre treffen. Diese Fähre wird sich Ihnen anschließen. Von da an bilden Sie eine neue Formation und werden den Transporter eskortieren. Geleitschutz in einer ungefährlichen Region, Sir? Und wohin? Das weiß ich nicht. Sie wissen genauso viel wie ich. Sie kennen Ihre Order. Alles andere ist unwichtig. Haltet die Augen offen. Wir sind jetzt 5 MSK weit draußen. Anflug auf Treffpunkt. Objekt auf 3 Uhr. Freund-Feind-Erkennung. Bestätige einzelnen Flugkörper. Laut Freund-Feind-Erkennung ist es die Raumfähre. Sollen wir Kontakt aufnehmen? Vielleicht können die uns erzählen, was der Zweck der Mission ist. Gute Idee. Achtung, hier Wildcards an Raumfähre. Erbitte Koordinaten für Geleitschutz. Hier Wildcards an Transporter. Bitte antworten Sie. Kommt schon, ihr Stoffel, erzählt schon. Die melden sich nicht. Er fliegt, als wären wir gar nicht da. Wir sollten besser was unternehmen, bevor es einen Zusammenstoß gibt. Anstiegswinkel ändern, 90 Grad. Wir nehmen uns den Kerl von oben vor. Jetzt! Ich hab's auf allen Frequenzen versucht, keine Antwort. Ist doch zugedröhnt. Entweder ist das Stones oder tot. Der hätte mich fast umgebracht. Transporter, hier Wildcard, sagen Sie, was ist eigentlich Ihr Problem? Sie werden sich jetzt sofort melden, ist das klar? Drei Objekte direkt vor uns. Sie fliegen in typischer Chick-Formation. Bestätige, knallen wir sie ab. Warte mal. Laut Freund-Feind-Erkennung sind das ferngelenkte Zielflugzeuge auf 12 Uhr. Verstehe ich nicht. Wir fliegen den ganzen Weg nur zum Tontaubenschießen. Drei Treffer hintereinander. Schießen kann er. Alle Achtung. Gegen ferngelenkte Flugzeuge ist das keine Kunst. Ich urteile erst, wenn er es mit einem richtigen Jäger aufnimmt. Der zielt auf mich, hey! Er hat mich erwischt! Ich kann nicht ausweichen! Er bitte Erlaubnis zum Gegenschlag! Erteilt Ziel auf die linke Düse und setzt ihn außer Betrieb! Da hast du's! Kurs auf Saratoga. Willst du die Crew in der Fähre einfach durchs All treiben lassen? Berechne die Koordinaten für die Bergung und gib sie der Saratoga durch. Landen Sie auf Deck 4. Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Flugschreiber konfisziert werden. Sie haben den Transporter beschossen, das wird Konsequenzen haben. Er hat auf uns geschossen. Sie sollten lieber nichts sagen, bis Sie Anwälte bekommen. Captain Vanson, bitte folgen Sie mir unverzüglich ins Verhörzimmer. Captain! Alle Piloten haben das AVN-Modul aus ihren Cockpits entfernt. Sonst wäre alles glatt gelaufen. Wird sie auch verhört? Sie hat eine Vorrichtung in unsere Cockpits einsetzen lassen, in unsere Steuerung! Benson. Ist das nicht mein gutes Recht, den Zustand meiner Maschine zu kennen? Sie haben uns das Recht weggenommen. Ohne Informationen über den Zweck der Mission mussten wir annehmen, dass wir in Gefahr gebracht werden. Sir, wir verlangen nicht, dass Sie uns Informationen geben, die nicht für uns gedacht sind. Wir haben keine Angst vor gefährlichen Aufgaben. Aber wenn es gefährlich wird, dann wollen wir das wissen. Sir, wir können Ihnen nicht vertrauen, wenn Sie uns nicht vertrauen.
Die Fähre hat auf uns geschossen. Durch ihr eigenmächtiges Handeln hat der Transporter sie für den Feind gehalten. Ja, und wenn schon. Die Piloten haben auf uns geschossen. Sie können sie erfragen. Es gab keine Piloten. Sagen Sie alle Verhöre ab. Ihre Staffel soll sich im Besprechungsraum einfinden. Unverzüglich. Die folgenden Informationen unterliegen der strengsten Geheimhaltungspflicht. Sie werden untereinander nicht darüber sprechen. Sie werden sie nicht anzweifeln. Sie werden weder Theorien noch Hypothesen darüber aufstellen. Sollte einer von Ihnen denken, er sei den Anforderungen nicht gewachsen, dann sprechen Sie bitte jetzt und Sie werden von der Mission befreit. Ohne dass Sie deswegen irgendwelche Konsequenzen befürchten müssen. Ihre Aufgabe lautet, als Eskorte einen intersolaren Mannschaftstransporter zu begleiten. Und zwar zum Planeten Eris. Bevor Sie den Zielplaneten erreichen, stoßen Sie auf zwei größere Hindernisse. Erstens, feindlich besetztes Territorium, gekennzeichnet durch die Warden-Linie. Und zweitens, ein Asteroidengürtel, der den Planeten Helios umgibt. Sie werden versuchen, diese Hindernisse zu umgehen, nähern sich dem Planeten Eris und werden dort ohne Zweifel auf feindliche Streitkräfte treffen. Wenn das geschieht, werden Sie zulassen, dass der Mannschaftstransporter von feindlichen Jägern angegriffen und abgeschossen wird. Anschließend zeigt Ihre Staffel ein Verhalten, das vom Feind als Panik ausgelegt werden kann. Dann kehren Sie um und fliegen so schnell wie möglich zurück. Sir, Sie wollen also, dass wir versagen? Ihr Versagen wäre unser größter Erfolg. Der Transporter wird mit Hilfe eines Telepräsenzverfahrens von Colonel Klingman auf der Saratoga gesteuert. Diese Vorrichtung, die in Ihren Cockpits angebracht war, überträgt die Geschwindigkeit und Position Ihrer Hammerheads an die Computer, die die Fernsteuerung übernehmen. Deswegen ist es heute auch schiefgegangen. Das heißt, es wird niemand an Bord der Raumfähre sein. Es werden Passagiere an Bord sein. Und wir sollen zulassen, dass sie getötet werden? Sie werden nichts davon merken. Das ist alles, was ich Ihnen darüber sagen kann. Wegtreten. Wir dürfen nicht darüber sprechen. Die wollen, dass wir das Ding sicher hinter die feindlichen Linien bringen, nur damit es dort abgeschossen wird? Er hat gesagt, jeder an Bord der Fähre ist entbehrlich. Vielleicht gilt ja für uns dasselbe. Hm? Wisst ihr, was ich glaube? Der General hat gesagt, die Passagiere spüren nicht das Geringste. Passagiere. Für mich heißt das, es sind keine Menschen. Vielleicht wollen sie auf dem Planeten Tiere oder sowas aussetzen. Was denn? Dressierte Affen, die fliegen können? Nein, im Ernst. Irgendwas, womit sie denen Angst einjagen. Caesar hatte Elefanten dabei, als er die Briten angriff. Die hatten noch nie welche gesehen. Sie bekamen einen Schrecken und haben kapituliert. Ich glaube eher, sie pumpen Tiere mit gefährlichen Viren voll, gegen die die Chicks nicht immun sind. Wir sollen keine Theorien aufstellen. Du warst diejenige, die von diesen Gerüchten angefangen hat. Und du hast gesagt, wir sollen uns lieber nicht um die Gerüchte kümmern. Aber die Lage hat sich geändert. Ich finde, es geht nicht mehr um Gerüchte. Woher der Sinneswandel? Jetzt kennen wir unsere Mission. Ich finde, wir sollten genau erfahren, worauf wir uns einlassen. Was haben die zu verbergen? Also, ich hätte auch gern alles gewusst, aber es gibt einen guten Grund, warum wir es nicht erfahren dürfen, okay? Wir haben es ihm ins Gesicht gesagt. Wir können dem General nicht vertrauen, wenn er uns nicht vertraut. Er hat uns in die Mission eingeweiht. Jetzt können wir nicht anders, als ihm zu glauben. Captain, eine Nachricht von General Redford. Sie weiß mehr als wir. Coop? Wohin denn so schnell?
Vielleicht weiß er was, was wir nicht wissen. Alle sind tot, stimmt's? Die Wildcards? Sagen Sie bloß nicht, Sie glauben diese absurden Gerüchte, Colonel. Im Zweiten Weltkrieg, vor der Landung der Alliierten, platzierten die Briten Fehlinformationen über die Invasion an den Leichnam eines Mannes, der an Lungenentzündung gestorben war. Sie verkleideten ihn als hochrangigen Offizier und brachten ihn mit einem U-Boot in den Ärmelkanal. Als die Deutschen den Toten fanden, zogen sie mehrere Panzerdivisionen aus der Normandie ab. Ein wichtiges Täuschungsmanöver, das zum Sieg der Alliierten beitrug. Die Passagiere in der Raumfähre sind tot. Auch wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht beantworten. Als ich diese Geschichte nachgeschlagen habe, habe ich noch etwas gefunden. Operation Naya-I. Naya-I ist das Wort der Navajos für die Götter der Anderen. Im Zweiten Weltkrieg sind Indianer häufig als Funker eingesetzt worden. Navajo war die einzige indianische Sprache, die der Feind nicht verstand. Ich nehme an, dass jede Fehlinformation bezüglich Operation Roundhammer auf irgendeine Weise verschlüsselt wäre. Und zwar damit der Feind glaubt, es handle sich um geheime Informationen. Es steht uns nicht frei, darüber zu diskutieren, Colonel. Ich hätte kein Problem mit dieser Mission, wenn es so wäre, wie ich denke. Aber es gibt etwas, was mich beunruhigt, Commodore. Wenn das Täuschungsmanöver Erfolg haben soll, müssen die Chicks den Code auch knacken können. Aber warum ist er in einer Sprache verfasst, die sogar auf der Erde kaum jemand verstehen kann? Es sei denn, wir wissen, dass der Feind mit der Sprache vertraut ist. Naya-I. Die Götter der Anderen. Colonel? Lieutenant? Ich würde gerne ein paar Fragen stellen über all das hier. Das Telepräsenzverfahren gibt es schon ziemlich lange. Die Russen benutzten es schon 1998 für die Marsforschung. Telepräsenz ist ein interaktives Computergrafiksystem. Es vermittelt dem Benutzer die Illusion, dass er sich in einem simulierten Umfeld befindet. Meine Frage betrifft nicht das System. Sie betrifft Sie. Haben Sie ein Problem mit mir? Ja. Setzen Sie sich. Sie werden nicht bei uns sein. Mit Ihnen selbst bin ich ja einverstanden. Sie haben anscheinend Ahnung von Ihrem Kram. Aber eine Maschine wie die hier, die hat kein Gefühl dafür, was da draußen los ist. Wenn die Chicks einen Angriff auf uns fliegen, dann geht's auf einmal bloß noch drunter und drüber. Du weißt nicht, wo dir der Kopf steht. Dein Herz klopft wie irre, weil die Chicks volles Rohr von allen Seiten auf dich losfeuern und du hast kaum Zeit, über irgendwas nachzudenken. Aber irgendwie wissen wir, was los ist. Wir spüren, wo die anderen sind. Ich verlasse mich auf sie und die sich auf mich. Ich nehme an, Sie sprechen von Situationsbewusstsein. Ja. Und ich verstehe nicht ganz, wie Sie das haben wollen, wenn Sie in der Kiste auf der Saratoga sitzen. Wissen Sie, ich will ja nicht auf Ihnen rumhacken oder so. Aber haben Sie mal gesehen, wie Ihr Wingman, ein echter Kumpel, abgeschossen wird und Sie fliegen weiter, während die Beschleunigungskräfte Sie aus dem Sitz reißen? Ich bin Ingenieurin, Lieutenant. Oder dass man rumgewirbelt wird, bis man sich übergeben muss. Ja, aber nicht in einem Flugzeug. Hat mal einer auf Sie geschossen? Nein. Ich habe keine Gefechtserfahrung. Aber warum ist das so wichtig, dass ich getötet habe, nur damit Sie mir vertrauen? Diese Maschine, diese Kabel retten Millionen von Menschen das Leben. Dieser Plan war meine Idee. Ich will dazu beitragen, dass wir schon bald alle nach Hause können, unversehrt. Und ich habe gedacht, dass Sie jemandem Vertrauen schenken könnten,
der bemüht ist, irgendwann eine Nacht mit ihnen auf der Erde zu verbringen, anstatt ihren Namen auf der Mauer irgendeines Kriegerdenkmals zu finden. Ich bin von dem Plan überzeugt. Ich glaube, dass ich es schaffe. Mir macht das Angst, dass diese Maschine nicht das spüren kann, was sie und ich empfinden. In mehr als einer Hinsicht. Sir, Captain Benson meldet sich wie angeordnet, Sir. Stehen Sie bequem. Ihre Bemerkung von heute Morgen über Vertrauen grenzte an Insubordination. Sir, ich bitte vielmals um Verzeihung. Als Lieutenant General habe ich sowas Ähnliches zum Oberbefehlshaber gesagt. Ich kam für ein Jahr nach Fort Grissom, auf der dunklen Seite des Mondes. Ich glaube, Vertrauen kann man nur gewinnen, wenn man einen Menschen versteht. Stimmen Sie dazu? Ja, Sir. Unbedingt, Sir. Ich kann nicht behaupten, dass ich sehr viele Menschen verstehe. Aber Menschen, die wissen, die genau wissen, wer sie sind, die danach leben, dafür einstehen, sind leider selten. Sie sind aber die, die in die Geschichte eingehen. Zum einen, weil sie die Ausführung der Operation Nayai leiten, aber besonders, weil mich ihre Courage beeindruckt hat, glaube ich, dass sie das Recht haben, etwas mehr über die Mission von morgen früh zu erfahren. Es darf diesen Raum nicht verlassen. Ja, Sir. Ich habe das Bedürfnis, einem Menschen von einem derjenigen zu erzählen, die in die Geschichte eingehen werden, ohne es zu wissen. Als er geboren wurde, herrschte totale Mondfinsternis. Es war in einem Navajo-Reservat in Utah. Sie nannten ihn Jimmy Dark Moon. Sein ganzes Leben hatte er Ärger mit dem Gesetz. Er ist mir im Gefängnis begegnet. Er hatte damals etwas aus dem Haus meiner Schwester gestohlen. Ich sah ihn in derselben Zelle, in der ich als Junge mal gesessen hatte, weil ich das Fenster der Bücherei eingeworfen hatte. Ein Rekrutenanwerber kam und überzeugte mich, dass ich mein Leben vergeudete, also ging ich ins Korps. Ich wollte mich dankbar erweisen, Jimmy dieselbe Chance verschaffen. Ich vergesse nie diesen Ausdruck in seinem Gesicht, trotzig und melancholisch. So als trüge er die Weisheit der Alten mit sich herum. Er hat die ganze Zeit über versucht, mich zu überzeugen, dass es zwecklos sei. Dass es Leute gibt, die von Geburt aus böse seien. Und er gehöre dazu. 2 Jahre danach trat er ins Korps ein. Seine Vorgesetzte war ein Lieutenant General. Sie fand es witzig, ihn Tonto zu nennen. Aus ihrem Büro wurden ein paar Orden gestohlen. Und ohne dass sie irgendeinen Beweis hatte, gab sie ihm die Schuld. Eines Abends ging er zu ihr nach Hause, um sich zu verteidigen. Niemand wird hier erfahren, was damals passiert ist. Vielleicht ist er von seinem Leben eingeholt worden. Er hat sie getötet. Letzte Woche wurde er für diesen Mord hingerichtet. In ihm sehe ich die Person, die ich geworden bin. Jimmy ist der, der ich hätte werden können, aber ich gebe mich dieser Vorstellung nicht geschlagen. Jimmy glaubte, er wäre ein Verbrecher. Ich glaube aber, er hätte es genauso gut zum Helden bringen können. Morgen früh wird er das beweisen. Thank you.
Wada. Ashoiningo Ninana. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab spenden mir Trost. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn immer da. Möge der Herr euch segnen und behüten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alles bereithalten zum Start. Alles bereithalten zum Start. Kontakt ist hergestellt. Fünf, acht, Sie halten sich ausgezeichnet. Verstanden, Commodore. Befinden uns weiter auf vorgesehenem Kurs. Jetzt brauchen wir nur noch zu warten. Kommuniqué vom Geheimdienst, Sir. Feindgeschwader im Anflug auf Helios-System. Okay, Leute, jetzt kann's gefährlich werden. Ihr wisst, was zu tun ist. Tun wir's und dann weiter. Mit der Fähre ist alles in Ordnung. Wir behalten sie nach wie vor in der Mitte. Wildcards, Augen offen halten. Wir werden angegriffen. Achtung, rechts, Jäger auf 3 Uhr. Achtung, sie kommen von rechts hinten. Nathan, Fuß! Hinter mir sind 3! Bin schon da! Na komm, du Miststück! Klingman, Achtung, 6 Uhr! Hinter Ihnen. Ich sehe ihn. Hurra! Voll erwischt, Karne! Ausweichen, Shane, ausweichen! Überlegen. Im Asteroidenfeld können wir ihn abschütteln. Das war knapp. Pass auf, jetzt wird's haarig. Fuß! Achtung, 3 Uhr! Sie sind immer noch hinter uns. Pass auf, Wenzel! Ich brauche Hilfe, die haben mich im Visier. Hurra! Die sind wir los! Ganz ruhig halten. Ruhig. 3 Grad nach rechts und ruhig halten. Das machen Sie gut, Körme. Nach rechts ausweichen. Nach rechts! Ich habe Probleme. Keine Sorge, wir haben das Asteroidenfeld hinter uns. Da vorne liegt Eris. Feindgeschwader auf 12 Uhr. Achtung! Verstanden. Der Datenaustausch zwischen Raumfähre und Hammerheads ist ausgefallen, Colonel. Klingman, hier Hawks. Ich helfe Ihnen, hören Sie gut zu. Sie haben Angreifer auf 5 Uhr. Hinter Ihnen, nach rechts. Nach 2 Uhr feuern und links ausweichen. Vorne rechts. Okay, das reicht jetzt. Alles klar zum Rückzug. Wir müssen sie frei zum Schuss kommen lassen. Dämpfuß, gehen Sie hoch auf 10 Uhr. Wildcards, Achtung, Feind ist in der Überzahl. Raumfähre ist getroffen. Wiederhole, Fähre ist getroffen. Stürzt auf den Planeten. Mission abbrechen. Abbruch! Abbruch! Thank you.
Gentlemen. Colonel? Es ist noch zu früh, um zu wissen, ob unsere Mission erfolgreich war. Die Leichen derer, die wir auf Reisen geschickt haben, können nicht mehr für eine ehrenvolle Bestattung geborgen werden. Dennoch wird das Opfer, das sie gebracht haben, nicht ohne Anerkennung bleiben. Im Namen von James Darkmoon wird Captain Vanson den Montgomery Star entgegennehmen, der ihm hiermit posthum verliehen wird. Und am Himmel, so dachte er bei sich, erschaffe ich alles um sie herum. Wo man auch hinsieht, werden Sterne sein. In der Vergangenheit hatten alle einen Namen und eine Richtung. Damit alles seine Ordnung habe, wo man auch sei auf der Erde. Und so, wie er es erschaffen hat, ist es immer noch. Darauf wollen wir heute unsere Gedanken richten. Ja, wir wollen dankbar sein für alle Sterne am Himmel. Dies sei unser Wille und unsere Absicht.